Pokémon Mystery Dungeon Plottkrieg Spezial. Das schlechte Ende. Zeraora befand sich zusammen mit seiner Teampartnerin Zoroark derzeit im Büro des Ligaleiters Amagaga. Es war inzwischen einige Tage her, seitdem sich herausgestellt hatte, dass das zweite ehemalige Mitglied der Ligaleitung ein Lügner war. Teil der Plot-Elite. Immer noch saß der Schock auch bei Zeraora tief, der den Drachen eigentlich immer als Freund gesehen hatte. Doch nun war nach einem Angriff Epsilons auf Amagaga und sie, auch Aurora, tot. Auch wenn Kell sich schlicht weigern wollte, diese Wahrheit zu akzeptieren. Glaubte dieses Akani wirklich, dass Amagaga ihn anlügen würde? Und genau die Probleme, welche dieser unmütige Löwe veranstaltete, waren auch, weshalb Team Slash sich gerade mit Amagaga traf. Zoroark war inzwischen die zweite Ligaleiterin, nachdem Aurora die Position nicht einnehmen konnte. Und Zeraora war im Prinzip einfach mitgekommen, wurde aber von beiden auch willkommen geheißen. Es ist gut, dass ihr beiden da seid, denn ich musste heute neulich feststellen, dass Monagoras sich nicht mehr in seinem Gefängnis befindet. Die meisten Pokémon der Liga wissen bereits Bescheid, aber durch euren Aufenthalt in Crowning habt ihr es wohl verpasst. Was? Hat er noch eine Schlüsselkarte, um sich zu befreien? Wie kann das sein? Etwas wehmütig blickte Amagaga auf einen der Tische im Büro. Nichts lag auf seiner Oberfläche. Nein, die Karte, welche Monagoras gehört hatte, wurde mir entwendet. Offensichtlich, um ihn zu befreien. Und ich habe auch schon ein Geständnis darüber, wer der Täter sein könnte. Kell! Der Ligaleiter nickte bloß. Ich will glauben, dass er nicht böse ist, aber der Verlust treibt ihn zu verrückten Taten. Er hat seine Schuld im Prinzip auch schon gestanden und, was noch schlimmer ist, als Elementare ihm gefolgt ist, um ihn zu stellen und Monagoras versteckt zu finden, Kell hat sie besiegt. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand Elementare so zurichtet. Sie war dem Tode nahe. Auch wenn er nichts Böses will, Kell ist eine Gefahr für uns alle. Und deswegen müssen wir ihn erwischen und sicher verwahren. Etwas betrübt blickte Zeraora aus dem Fenster. Zwar war Kelly nie sonderlich sympathisch gewesen, aber dass er so weit gehen würde, es wäre wohl auch zu seinem eigenen Besten. Doch in diesen Gedanken wurde Team Slashs Leiter unterbrochen durch ein unheimliches, ohrenbetäubendes Brüllen. Gleichermaßen erblickte er eine riesige Feuersäule, welche vom Strand aus emporstieg. Was zur Hölle passiert da? Es ist Feuer, kann das vielleicht Kell sein? Unüblich hektisch sprang Zoroark von ihrem Sitz auf und stürzte zum Fenster, nur um mit eigenen Augen das Inferno zu erblicken. Ihre Stimme schien bereits bei den nächsten Worten so anders. Scheiße! Scheiße, das hätte nicht passieren dürfen! Er hat seine Drohung also wahrgemacht. Amagaga! Wir haben ein Problem! Verwirrt blickte Zeraora zwischen den beiden Anwesenden hin und her. Sie haben sie gefunden, aber wenn dieses Inferno ist, was du denkst, dann... Er hat es wahrgemacht! Epolyxus, der Hass des Feuerdämonen! Dieser dumme Bastard hat mich gewarnt, dass ich nichts falsch machen sollte, aber... Das war nicht die Vereinbarung! Langsam mit seiner Geduld am Ende unterbrach Zeraora die Rätsel der beiden. Was zur Hölle redet ihr da? Könnt ihr mich mal in eure Geheimnisse einweihen? Mit einem entschlossenen Blick sah Zoroark ihn an. Dafür ist gerade keine Zeit. Amagaga, starte die Sirenen. Zeraora, was bist du bereit dafür zu tun, diese Welt zu retten? Was soll das? Wovor retten und was soll die Frage? Trotz des fehlenden Verständnisses wirkte seine Teampartnerin nicht erzürnt. Gut, ich frage anders. Bist du bereit, dich mit deinem schlimmsten Feind zu verbünden, wenn du damit diese Welt retten kannst? Zwar verstand der Elektrotyp immer noch nicht, was all diese Fragen sollten,
Doch auch er erkannte, dass weiteres Nachfragen nichts nützen würde. Wenn es zum Besten aller ist, dann ja. Laute Sirenen durchdrangen Kirata und während diese Worte gesagt wurden, das Inferno in der Ferne schien näher zu kommen. Weiter und weiter, je mehr Zeit verging. Amagaga! Wir haben anscheinend versagt. Er hat uns angelogen und jetzt müssen wir die Scheiße ausbaden. Evakuiere die Pokémon nach Norden. Triff mich am Hauptplatz, Seraora. Wenn du bereit bist, mir im Kampf beizustehen. Ohne Vorwarnung zog das sonst schüchterne Pokémon einen goldenen Griff aus ihrer langen Mähne. Als mit einem Schwung der Griff zur Klinge wurde, erkannte Seraora, wer ihm wahrlich gegenüberstand. Die Klinge gen Himmel gerichtet, durchfuhren lila Blitze Epsilon. Er hat mir die Kraft nicht genommen. Vermutlich, weil es ihm egal ist. Du bist Epsilon! Was? Warum? Du hast all die Zeit gelogen, aber erklären werde ich dir alles, falls wir überleben. Epsilon soll ab heute keine Feindin mehr sein. Mein Ziel scheint verloren. Lieber möchte ich retten, was nicht einmal ich vernichten möchte. Mit einem kräftigen Hieb zerbarst die Plotkaiserin einfach das Fenster des Büros und flog heraus. Panisch rannten Pokémon durch die Straßen nach Norden. Viele ihrer Blicke fielen auch in den Himmel, wo Epsilon sich fortbewegte. Nahezu alle der Wesen am Boden würden denken, dass sie schuld an der Evakuierung war. Doch sie wusste es besser. Auch wenn sie so oft und lange die Feindin der Stadt gewesen war. In dem Moment, in dem sie sah, dass der Autor seine Drohung wahrgemacht hatte, wusste sie, dass die Zeit ihres Antagonismus zu Ende war, zumindest für jetzt. Der Krieg zwischen Plotkriegerin und Plotkaiserin war zu Ende. Eigentlich hatte Epsilon gesiegt. Doch der Autor schien sie dafür zu strafen. Hatte er sie nur benutzt? Wollte er am Ende gar nicht, dass sie eine Chance hatte? Angekommen am Hauptplatz, war das Inferno bereits nahe. Flammen durchzogen die Straßen vom Ostrand. Dies war also der Dämon, welcher tief in der Welt schlummerte. Eine Bestie, ruhend in der Tiefe jeder Geschichte. So, wie auch diese Welt sie eine war. Ein Hass, eine Zerstörungswut des Autoren, mag sie noch so unterbewusst sein. Doch eines Tages konnte sie einfach freitreten. Alles niederbrennen, was in dieser Welt war. Als die Flammenwand an diesem Ort ankam, trat eine Silhouette stolz am Grund in ihrem Zentrum. Scheinbar der Ursprung des Infernos. Dieser Umriss war das Letzte, was an diesem Wesen noch irgendwie an ein Arcania erinnerte. Und somit bewies, dass es wahrlich einst Kell gewesen war. Das Urteil! Kern des Hasses! Epsilon, du wagst es mir entgegenzutreten! Als wärst du jemals ein Gegner gewesen! Sieh dich um! Närrin! Blicke in das Fegefeuer! Verzehren, was verzehrt sein muss! Und du! Als Wurzel des Endes. Was sagst du zu deinem Schicksal? Meine Wege mögen vielen unverständlich scheinen. Und für viele bin ich ein Monstrum. Aber das ändert nichts daran, dass ich bereit bin, für die Welt zu kämpfen, von welcher viele glauben, ich würde sie vernichten wollen. Und noch habe ich die Kraft, die ich brauche, um eine Chance gegen dich zu haben, Epolyxus. Doch nur, da selbst er das Wissen deiner Chancenlosigkeit besaß. Wie fühlst du dich, wissend, dass du deine eigene Tochter umgebracht hast, bloß um am Ende gescheitert zu sein? Du unterschätztest den Willen des Autors.
und des Hasses seiner Kreation. Die folgende Antwort sollten nicht weitere Worte sein, die sinnlos am Dämonenkönig abprallten, sondern ein Blitz der Schwertfeder, welcher den Löwen nicht im Ansatz zu beschaden schien. So sei es, so nehme ich Rache für den Horst meines Körpers, geprägt von Terror. Als du ihm alles nahmst, was ihm verblieb, und nun brenne das Fegefeuer. Sofort umgaben Flammen den gesamten Hauptplatz. Gebäude drumherum fingen sofort Feuer. Die pechschwarzen Umrisse des Löwen stürzten sich auf eine kampfbereite Epsilon, die mit ihrer Schwertfeder als einzige Waffe bereit war, alles zu geben. Als sie den direkten Angriff jedoch abwehrte, blitzten sofort die Augen der Bestie rot auf. Unter der Rüstung spürte das Sorak, wie eine Art Starre Teile ihres Körpers überfiel. Doch die Kraft ihres Schwertes zuckte durch ihren Körper und gab ihr jene Mobilität zurück, welche vorher verloren ging. Plot genügt also noch als Waffe gegen Ewigkeit. Doch nichts wird sich ändern. Auch so bist du schwach. Die Flammenwände schossen alle einzelne Strahlen auf Epsilon los, welche jedoch auswich, so gut sie konnte. Jedoch war Epolyxus ebenfalls direkt bereit und traf die Plottkaiserin mit seinen mächtigen Klauen. Sofort gruben sich die Krallen mitten in den Helm, welcher unter dem Druck sofort zerbarst, bevor Epsilon sich befreien konnte. Sofort ging Epsilon zurück in den Angriff, doch ihre Schwertfeder prallte an der Haut des Dämonen ab. Kein Kratzer blieb zurück. Dem folgenden Konterangriff wich die Plottkaiserin schnell aus. Ihr eigener nächster Hieb traf. Und dieses Mal schien er mehr zu bewirken, als bloß abzuprallen. Und das Schwert blieb stecken in der finsteren Haut, bevor Epsilon es herauszog, den Blick entschlossen auf ihren nun regungslosen Gegner gerichtet. Keine Gegnerin bin ich also? Das war's, Epolyxus! Der Plot hat diese Welt noch nicht verlassen! Weiterhin blieb der Schattenlöwe regungslos, während die Flammen weiter loderten. Doch urplötzlich begann nun auch die Erde zu beben. Hinter den Flammenwänden hörte Epsilon Fels stürzen. Die Häuser der Stadt begannen zu kollabieren. Doch nun verschwanden auch die Flammenwände und gaben den Blick frei. Geschlagen! Du irrst! Närrin! Ich habe lediglich begonnen! Eine riesige Säule aus Flammen schoss aus dem Boden empor, vor welcher auch die verbleibende Rüstung Epsilon nicht schützen konnte. Unter riesigem Lärm verschwamm ihre Vision und Dunkelheit kehrte ein. Doch nicht ewig währte die Finsternis in ihrem Blick. Das Sorak wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis sie ihre Augen wieder aufschlug. Sie spürte eine leichte Feuchte in ihrem Bauchbereich und als sie ihre Augen langsam öffnete, sah sie nassen Stoff, welcher sie dort umwickelte. Sie befand sich in einer Art Höhle, in welcher auch eine Stimme erschallte. Sie wacht auf! Komm, nimm die alten Stoffe, wir brauchen neue! Eine zweite Stimme folgte, Epsilon ebenso bekannt wie die erstere. Ich kann ganz schlecht mit Blut. Das musst du wohl machen. Keine Ausreden. Ich brauche deine Hilfe. Er sagt die Wahrheit. Der große Psychopath kann kein Blut sehen. Deshalb mag er seine Gifte. Die töten ohne. Kurz erwartete das Sorak eine Antwort, welche ihr sagte, dass sie sich schon und nicht reden sollte. Aber die tatsächliche Reaktion war wohl logischer.
Sprich du nicht über Psychopathen. Von dir kann selbst Amagaga in dem Bereich noch lernen. Zu müde, um sich aufzuregen, konnte Epsilon bloß lachen. Hat Amagaga dir schon die Geschichte erzählt? Oder weshalb weißt du das jetzt alles schon? Sie war wirklich deine Tochter. Und du hast sie trotzdem... Du hast ihr so etwas angetan. Das Amüsement der Plotkaiserin schwand. Ja, sie war schuld am Tod ihrer eigenen Tochter. Doch dies hieß nicht, dass ihr der Kampf leicht gefallen war. Es hatte schlicht keinen anderen Weg gegeben. Nur so konnte es wahren Frieden geben. Zumindest hatte Epsilon dies geglaubt. Aber nun musste sie sehen, es stimmte nicht. Im Gegenteil. Sie hatte ihre verbleibende Familie beseitigt, nur damit Zerstörung Einhalt bot. Der Autor, er hat mich angelogen, er hat mich ausgenutzt. Er sagte mir, dass Aurora meine Feindin wäre, auf dem Weg in eine friedliche Zukunft, die ich wollte. Auf dem Weg in eine Zukunft, ohne Verrat und Tyrannei. Aber er hatte nie gewollt, dass ich gewinne. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Zumindest mein Mitleid für dich. Ich dachte, du wärst eine Freundin. Du hast die ganze Zeit Epsilon. Also war ich auch von Anfang an nichts als nur ein Teil deines großen Plans. Es gab nichts zu erwidern. Jedes von Seraoras Worten war die Wahrheit. Weshalb hast du mich dann gerettet? Den folgenden Blick konnte Epsilon wahrlich nicht interpretieren. Es könnte Wut sein. Es könnte Trauer sein. Es könnte Mitleid sein. Es könnte Zuneigung sein. Und auch nichts bedeutend könnte es sein. Was habe ich davon, dich sterben zu lassen? Wenn du dein eigenes Leben riskieren musst, um mich zu retten, dann vieles. Und was ändert es? Können wir irgendetwas gegen Epolyxus ausrichten? Bald sind wir sowieso alle tot. Wenn irgendjemand uns noch helfen könnte, dann wärst du das. Etwas wackelig erhob sich Epsilon langsam und blickte sich um. Vermutlich nicht. Dieses Monster ist zu stark. Aber mit meiner Schwertfeder? Ihr Blick schweifte schneller, scannte die Umgebung intensiver. Wo ist die Schwertfeder? Was weiß ich? Ich hatte sie nie. Geschlagen ließ Epsilon sich wieder fallen. Dann vergiss es! Ohne sie bin ich machtlos! Selbst mit der Waffe hätte ich keine Chance gegen den Dämon, aber ohne... So bin ich nicht mehr als ein Zoroark! Um sich abzulenken von dem sicheren Tod, der sie nun alle erwartete, wechselte sie schnell das Thema. Wo genau sind wir hier überhaupt? Amagaga übernahm diese Antwort. Im Ligaturm! Sehr lustig! Letztes Mal, als ich dort war, war dieser Turm keine Höhle! Damals war Kiratown auch noch intakt. Er hat recht. Diese Höhle besteht aus den Überresten des Turmes. Wieder erfüllte Trauer das verletzte Zoroark. Kiratown ist zerstört? Und die Pokémon? Einige habe ich mit Team Nordica weggeschickt zu einem Untergrundbunker in der nächsten Stadt. Andere sind blind geflohen. Und manche sind schon in den Flammen der Stadt gestorben, da sie die Sirenen nicht ernst nahmen. Auf Berelo gibt es nicht mehr viele Pokémon, laut dem, was Latios mir letztes Mal sagte. Außer uns und den rund 200 Pokémon waren es, glaube ich, in dem Bunker, lebt hier nicht mehr viel. Was nun folgte, war reine Stille. Bis Seraora sich entschied, diese zu brechen. Dann gehe ich wieder zum Bunker und berichte, dass du wach bist. Schneller hob sich das Zoroark selber. Das kann ich auch selber berichten. Aber sie freut es etwas anderes. Verächtlich blickte Seraora seine ehemalige Teampartnerin an. Das tun sie, weil ich mich noch nicht dazu bringen konnte, ihnen die Wahrheit über dich zu erzählen. Also würde diese Aufgabe Epsilon nun selber zufallen. Aber es machte ohnehin nicht mehr viel aus. Wenn ihr beiden dorthin geht, dann lasst mich ja nicht hier. Dann können wir diesen ranzigen Ort endlich hinter uns lassen. Als das Zoroark nun aus den Ruinen des Turmes heraustrat, überkam sie die wahre Zerstörung dieser Heimat.
Nichts als Trümmer, Staub und Scherben waren verblieben von einer einst glorreichen Stadt. Noch immer war das Feuer an vielen Stellen nicht erloschen. An diesem Ort gab es kein Leben mehr. Und es würde Jahre dauern, diesen Ort wieder bewohnbar zu machen. Und das ist meine Schuld. Kiratone, ich wollte doch nie... Was du wolltest oder nicht, ist egal. Denn es verändert nicht, was geschehen ist. Und auch nicht, was noch geschehen wird. Also, lasst uns losgehen. Wir dürften Epolyxus nicht begegnen. Und wenn doch, sehen wir ihn schon lange, bevor er uns sieht. Ein vielsagender Blick schweift in die Ferne, wo weit am Horizont eine Säule der Flammen in den Himmel schoss. Bevor die kleine Gruppe sich wahrlich zum Bunker aufmachte, so wie Seraora zunächst geplant hatte, kehrten sie jedoch noch einmal zum ehemaligen Hauptplatz Kiratowns zurück, in der Hoffnung, dass sich die Schwertfeder noch in ihren Überresten verstecken würde. Hier auch nicht! Es ist umsonst, wir finden sie nicht! Aber irgendwo muss das Ding doch sein! Eine Waffe verschwindet ja schließlich nicht einfach! Geschlagen setzte Epsilon sich kurz nieder. Eine normale vielleicht nicht. Aber die Schwertfeder war eine Plotwaffe. Und der Autor hat diese Welt verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich verschwunden ist. Und auch die Rüstung kann ich ohne sie nicht herbeirufen. Auch wenn er es nicht offen aussprach, dass Sorok merkte, dass auch Seraora ihren Gedankengang teilte. Berelo stand am Abgrund. Nach dem Kontinent würde der Rest der Welt folgen. Und was vermutlich die letzte Chance zum Überleben war, war geschwunden. Alles, was blieb, war das restliche Leben im Bunker zu verbringen und zu hoffen, dass Epolyxus ihn niemals finden würde. Die Flamme in der Ferne schien sich zu entfernen. Der Dämon war auf dem Weg in eine andere Richtung als das Trio. Aber es war egal. Vermutlich würde die Bestie nicht einmal umdrehen, wenn sie wüsste, auf wen sie dort treffen könnte. Die drei waren keine Bedrohung. Niemand war das. Der Dämonenkönig wusste selber, dass es niemanden gab, der seiner Stärke auch nur im Ansatz ebenbürtig war. Alles, was Epsilon noch wollte, war zum Bunker zu gelangen, damit die verbliebenen Pokémon zumindest die Wahrheit erfahren konnten. Die Geschichte, die aus einer Pazifistin jenes Wesen machte, welches das Ende der Welt herbeiführte. Und lange dauerte es nicht mehr, bis inmitten von Trümmern ein kleiner Ring im Boden steckte, wobei Seraora zunächst auf den Boden daneben klopfte. Offensichtlich, um die anwesenden Pokémon zu warnen. Wer ist es? Latias Stimme. Ein weiteres Pokémon, welches über Jahre ein Werkzeug im Hintergrund eines gescheiterten Plans war. Ich bin Seraora. Und Amagaga und Sorak habe ich auch dabei. Die Falltür sprang auf und zwei trübe, schmale Augen blickten aus der Dunkelheit herauf. Kommt rein. Während Epsilon Seraora folgte, bemerkte sie, dass hinter Amagaga die Falltür wieder zufiel, als die drei Pokémon zusammen mit Latias die Treppe hinabstiegen. Trotzdem schien schwaches Licht vom unteren Ende der Stufen hinauf. Etwas vor ihr hörte sie erneut die Stimme des Drachen, als Seraora kurz stoppte. Ramov übernimmt die nächste Wache. Ich kümmere mich um unsere Gäste. Schnell drehte sie sich um, realisierend, was die Ankunft Soroaks wohl für alle drei bedeutete. Oder neue Mitbewohner, aber egal, übernimm einfach. Zu viert traten die Pokémon in einen großen, nahezu leeren Raum. Die Wände kalk, weiß und langweilig. Viele Gänge streuten sich in alle Himmelsrichtungen, von welchen weitere Gänge ausgingen, welche alle mit kleinen Räumen gespickt waren, von Schlafräumen über Bäder bis zu Küchen. An diesem Ort gab es nichts zu tun, außer zu leben und zu sprechen. Außer man hatte die Ehre, Küchendienst zu haben. Zu den Pokémon, die derzeit nicht diese Erlösung genossen, gehörte Team Nordicas Leiterin,
zusammen mit ihrem Team. Sofort gesellte sich Elementara zum Zoroark, wie diese nach Seraoras Worten bereits erwartet hatte. Du bist wohl auf. Zoroark, du hast uns Sorgen gemacht. Warum bist du denn nicht mit uns geflohen? Kurz überlegte die Plottkaiserin, wie sie auf diese Frage antworten sollte. Als sie entdeckte, dass auch der eigentlich verstoßene Partner Elementaras hier war. Darkrai war offensichtlich in diesem Bunker akzeptiert worden. Die Pokémon wussten, dass Epsilon und die Plot-Elite nicht effektiv hieran schuld waren. Also, eigentlich schon, aber nicht in der Form, welche die Pokémon bisher erkennen würden. So ignorierte sie Elementaras Frage und wandte sich stattdessen an diesen. Darkrai, hast du Infos zum Rest der Gruppe? Erschrocken, wie Epsilon ihn direkt auf die Plot-Elite ansprach, brauchte der Schwarzmagier einen Moment, um sich zu fassen. Nun, also die beiden, die nicht hier sind, sind tot. Machado war mit Monagoras beim Erwachen Epolyxus dabei. Endynalos hat ihn herausgefordert, kurz nachdem Kiratown zerstört wurde. Aber er hatte auch keine Chance. Wir sind alle, die verbleiben. Elementaras verwirrter Blick fiel zwischen den beiden Pokémon hin und her. Rest welcher Gruppe? Machado und drei hier Anwesende? Wovon redet ihr? Seraoras Blick sagte dem Zoroark, dass es nun wohl Zeit für Wahrheit war. Etwas anderes als diese zu verraten, hatte sie ohnehin nicht mehr vorgehabt. Machado war Teil der Plot-Elite, auch wenn ich an seine Treue gezweifelt habe. Monagoras war von vornherein unschuldig. Amagaga hat seine Schuld auf ihn gelenkt. Er ist nicht umsonst Mastermind der Plot-Elite. Und ich bin in Kiratown zurückgeblieben, um Epolyxus zu stoppen. Weil ich dachte, dass ich die Einzige wäre, die es könnte. Aber nein! Kurz blickte sie frustriert auf ihre ehemals verbundene Handfläche, in welche das Symbol Epsilons eingebrannt war, aus welchem Schatten strömten. Kurz darauf hob sie diese, damit Elementara das Symbol erkennen konnte. Aber nicht einmal die Plot-Kaiserin kann dem Dämonenkönig etwas entgegensetzen. Epsilon rechnete mit einem Moment der Stille, welchem viele, viele Fragen folgen würden. Allerdings fiel ersterer Teil davon weg. Willst du damit sagen, dass du Epsilon bist? Von allen Pokémon? Wie geht das? Warum würdest du das machen? Warum warst du in einem Team Slash? Wusstest du davon, Seraora? Alles nacheinander! Gut! Gut! Was gerade wichtig ist, ist, dass ich nicht mehr eure Feindin sein will. Ruft alle zusammen, die es interessiert, dann werde ich die Geschichte nicht zweimal erzählen müssen. Also erfahren wir jetzt auch deine Version der Geschichte? Auf einen fragenden Blick der Leiterin Nordicas hin rechtfertigte sich das Elektro-Pokémon. Ich wusste bis vor kurzem auch nichts. Aber Gaga hat mir nur nach Epolyxus Auftauchen erklärt, was er weiß. Nach rund 5 Minuten hatten sich viele Pokémon versammelt. Der Hauptsaal war voll bis zum Rand. So tief die Verachtung auch saß, gegenüber dem Pokémon, welches so viel Zerstörung brachte. In diesem Moment wussten sie alle, war die Plottkaiserin keine Gefahr. Stattdessen war sie bereit, ihre Geschichte preiszugeben. Während der Blick des Zoroark so über die vielen Pokémon fiel. Freunde, Feinde, Fremde. Nahm sie einen tiefen Atemzug. Vieles war es, was sie diesen Pokémon mitteilen wollte. Vieles, was sie nie erwartet hatte zu offenbaren. Also gut. Elementara, weißt du, ob Team Aralsa hier sind? Das Regenbogen-Pokémon wusste besser, als Epsilon zu hinterfragen. Nein, nach meinem Wissen sind sie nach Aralsa gereist, kurz bevor das Monster auftauchte. Besser so. Bei ihnen beginnt die Geschichte. Eher gesagt, in ihrem Heimatstamm. Dort, wo ich damals zur Welt kam. Ein Kriegerdorf, gefühlt von einem Krieger, bestehend aus Kriegern. Ekelhaft. Und das dachte ich mir damals schon. Ich hasste Krieg. Keine gute Voraussetzung in einem Dorf, welches den Wert eines Pokémon an Kampfkraft ausmacht. Als ich mich weigerte, bei ihrer Prüfung zu kämpfen,
musste ich gegen den Nachfolger des Anführers und heutigen Anführer Olanga kämpfen. Natürlich ohne Chance. Sie haben mich brandmarkt, geschlagen, ausgehungert und nur am Leben gehalten, damit ich Arbeiten machen kann, die selbst den geringsten Kriegern zu schmutzig war. Ich war eine Epsilon. Als Olanga allerdings zum Anführer erhoben wurde, wurde ich eine Nacht unbewacht gelassen und habe die Chance zur Flucht genutzt. Und ich bin gewandert. Ohne Ziel. Idee. Eine Idee, wie man andere behandelt. Irgendwann landete ich in Kasonien. Und dort änderten sich die Dinge. Nahe eines Eisberges fand mich ein Pokémon, als ich fast verhungert war. Er nahm mich auf, half mir. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand gut zu mir war. Es hat mich sehr geprägt und nach Wochen ging es mir besser. Aber ich blieb bei ihm, bei Hagel, und wir kamen uns näher. Wir lebten zu zweit, dort glücklich auf dem Eisberg, hatten alles, was wir brauchten und waren zu zweit glücklich. Nun, für eine Weile. Denn nach einigen Jahren wurden wir drei. Noch später vier. Zwei Kinder hatten Hagel und ich zusammen. Auch wenn ich zugeben muss. Zwar waren sie mir damals wichtig, aber lange nicht so wichtig wie er. Und dann eines Morgens... Dass Sorak bemerkte, wie ihre Stimme bei den Gedanken an eine frühere Zeit brach. Er war einfach tot. Gestürzt von einer Klippe ohne jede Einwirkung von außen. Es war zu viel für ihn gewesen. Er war nicht in der Lage, sich um unsere Familie zu kümmern. Und ich hatte es nicht erkannt. Erst als es zu spät war, sah ich, wie sehr der Druck einer Familie ihn zerstörte und... Ich konnte nicht bleiben. Die beiden waren der Grund, weshalb ich das Pokémon verloren hatte, welches ich liebte. Ich ließ meine Kinder alleine zurück. Wieder wanderte ich. Wieder war alles wie vor meiner Begegnung. Und bald kam ich nach Birelo. Wieder ausgehungert, doch dieses Mal nicht mit dem Willen weiterzumachen. Suchte ich nach einem Ort, der meine Ruhestätte werden sollte. Ein seltsames Tal war es, welches ich fand. In ihm eine Höhle. Doch als ich dort ankam, es war eine weitere große Begegnung. Der Autor, der Gott unserer Welt, der Erschaffer des Plots, jener, der uns Epolyxus bescherte. Er gab mir die Schwertfeder und die Rüstung, die Kraft des Plots, um die Welt zu befreien von Verrat und Hass. Er gab mir die Chance, für mein Ideal zu kämpfen. Und so wurde ich zur Plotkaiserin. Epsilon blieb ich all die Zeit, als ein Zeichen gegen Olanga und seinen Stamm. Doch auch sagte der Autor, dass unsere Welt eine Geschichte sei. Er wollte Leser unterhalten. Er brauchte Action. Er würde mir eine Plotkriegerin in den Weg stellen. Sie und ich. Im Kampf der Ideale. Wir waren sein Spiel. Die Siegerin würde ihre Träume erfüllen können. Im Verlaufe der Monate stellte der Autor mir noch die Plot-Elite an die Seite. Darkrai geführt zum Tal. Endydalos geschaffen aus Plot. Amagaga auch herbeigeführt. Und Mashadow, Jahre später, wiedergeboren als ein Geist. Und ich wusste schnell, er war nicht irgendjemand. Er war mein Sohn, den ich zurückgelassen hatte. Jener, welcher sein Leben nahm, da er seine Schwester nicht genug schützen konnte, in der Hoffnung, dass der Plot ihr den Weg zeigen könnte. Und nun, das tat er. Als ich sie zum ersten Mal traf, erkannte ich, wie krank der Autor doch war. Sein Kampf. Plotkaiserin gegen Plotkriegerin. Erfahrung gegen Hoffnung. Gewalt gegen Frieden. Mutter gegen Tochter? Er hatte Aurora zur Erzfeindin gemacht. Mein eigenes Kind und der Rest ist Geschichte. Nun, am Ende ihrer Erzählungen... kehrte ein weiteres Mal Stille ein. Die Geschichte der Plotkaiserin war eine tragische, so viel war allen bewusst. Rechtfertigte es ihre Taten?
Nein. Doch dies wusste sie auch selber. Also war dein Ziel von Anfang an Frieden? Du wolltest durch Krieg ein Paradies bezwecken. Ja, weil ich glaubte, es gäbe keinen anderen Weg. Du hast nicht erlebt, was ich habe. Keiner hier hat das. Wenn ihr aufgewachsen wärt, immer den Frieden suchen und für diesen leidend, gequält, weil ihr den Krieg nicht wollt, dann wird es euch auch schwerfallen, an das Gute in vielen zu glauben. Und damit bist du geworden, was du selber zerstören wolltest. Eine Verräterin und Tyrannin. Elementaras Vorwürfe trafen genau das Zentrum der eigenen Sorgen Epsilons über ihre Taten. Sie hatte alle Pokémon in ihrem Umkreis angelogen, ausgenutzt, viel Leid beschert. Ich weiß, aber ich war bereit, meine eigene Würde zu geben für eine ruhige Welt. Aber stattdessen wurde ich ausgenutzt. Von diesem Autor, von dem du geredet hast, der angeblich dieser Welt geschrieben haben soll. Ja, er hatte mir immer klar machen wollen, dass er im Kampf zwischen Aurora und mir zwei Ideale sehe. Beide auf einer Ebene und die Welt würde siegen. Aber jetzt, wo ich Erfolg hatte, zeigte sich, dass er mich angelogen hat. Für ihn war es ein Kampf von Gut gegen Böse. Er wollte mich aber nicht als die Antagonistin seiner Geschichte verlieren. Immer noch war es offensichtlich, dass Elementara klare Abneigung verspürte. Sie wollte kein Verständnis zeigen. Und das rechtfertigt für dich alles, was du getan hast. Aurora war deine Tochter. Du hast sie belogen, verletzt und umgebracht. Denkst du, das weiß ich nicht, verdammt? Glaubst du, das hat mir Spaß gemacht? Ich habe es genossen, fremden Befehlen zu folgen und zu dem Pokémon zu werden, das ich bin. Jeder Schritt hat so sehr geschmerzt, dass ich im Verlauf der Zeit einfach resistent werden musste. Gegen meine eigenen Emotionen und Morale, gegen meine Scham und Schande, gegen meine Zweifel an mir selber. Weil ich dachte, ich könnte eine Welt kreieren, in der kein Pokémon mehr leiden muss, wie ich es tat. Aber nein, der Autor hat mich benutzt und jetzt, wo ich erfolgreich war, gegen das, was er erhoffte, hat er uns verlassen und diese Welt zerfällt. Auch Darkrai mischte sich nun ein, der Teile der Geschichte bereits kannte, wenn auch nicht alles. Genau das ist es, was wir glaubten, Elementara. Niemand in der Plot-Elite wollte Leid oder Zerstörung oder Tod. Aber es schien uns wie der einzige Weg zum Frieden. Wir hatten Unrecht und das wissen wir alle. Auch Seraora begab sich in die erste Reihe der Zuhörer. Auch wenn diese Geschichte nichts entschuldigt, erklärt sie uns zumindest die Hintergründe. Und gerade für mich zeigt es auch, dass Epsilons Taten schrecklich waren, aber nicht die Intention. Und was ändert das für uns? Nicht viel. Aber in meinen Augen heißt das zumindest, dass wir sie hier unten tolerieren sollten. Schnippisch warf das Zoroark selber etwas ein. Ich bleibe nicht lange. Nur bis ich wieder gesund bin. Lieber sterbe ich im Kampf, als auf Knien zu leben. Noch gebe ich nicht auf. Ich habe einen letzten Plan. Nun war der Moment gekommen, in welchem selbst Elementara der Plotkaiserin begeistert zuhörte. Es ist simpel. Epolyxus ist erwacht, da er der innerste Hass Kells war. Wenn es irgendeine Chance gibt, ihn zu schwächen oder wieder zu versiegeln, brauchen wir Aurora. Aber Aurora ist doch tot. Und dafür hast du mich selber sorgen lassen. Und am Eisberg habe ich sie auch getötet. Mit der Kraft der Schwertfeder, mit der Plotkraft könnte ich sie zurückbringen. Zwar ist die Waffe der Kraft nicht mehr endlos, da der Autor fort ist, aber was bleibt, müsste genügen. Ich brauche die Schwertfeder, damit ich Aurora zurückholen kann. Elementara hatte zwar aufmerksam zugehört, doch nun schien diese Idee für sie auch bereits gestorben zu sein. Du willst wieder da hoch und im Prinzip den ganzen Kontinent nach einem Schwert untersuchen, um Aurora zurückzuholen, in der Hoffnung, dass ihr Erscheinen den Effekt wieder umkehren kann? Ist das nicht etwas sehr optimistisch? Wenn du einen besseren Plan hast, sag mir Bescheid!
Vorher werde ich es so machen. Niemand hatte mehr etwas zu erwidern. Und so schien es für Epsilon das Schlauste zu sein, sich erst einmal zurückzuziehen. Und zwar für einige Tage. Nachdem sie einen leeren Schlafraum belegt hatte, ließ sie sich außerhalb kaum noch blicken. Sie wollte möglichst wenig Kontakt mit den Pokémon und vermutete, dass dies auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Das einzige Mal, dass sie effektiv den Raum verließ, war, als Seraora sie herauszerrte, damit sie auch einmal den Küchendienst übernahm. Ansonsten war die einzige Abwechslung, die sie neben dem Verheilen ihrer Wunden hatte, dass sie hin und wieder Besuch bekam. Bei den Pokémon endete die Abwechslung aber auch schon, dass eigentlich immer entweder Darkrai, Amagaga oder Seraora waren. Erst einige Tage später sollte sich etwas Bedeutendes ändern. In der Ferne, vermutlich im Hauptraum, ertönte Lärm, ein wildes Durcheinander. Für einen Moment überlegte Epsilon, ob sie nachsehen sollte, was dort vor sich ging. Entgegen ihrer eigenen Erwartung war ihre Neugier doch groß genug, damit sie sich auch dafür entschied. Wie erwartet waren es viele Pokémon, die sich um einen Fleck versammelten. Aus diesem kämpfte sich verzweifelt Elementare heraus, offensichtlich Epsilon im Visier. Jedoch sah die Kriegerin geschunden aus. Eine große Narbe, aus welcher immer noch Blut floss, schmückte ihr Gesicht. Was passiert? Weshalb bist du verletzt? Kurz schien Elementara nicht die richtigen Worte zu finden für das, was sie sagen wollte. Ich draußen die... Jedoch stellte sie auch selber fest, dass sie so nichts ausdrücken konnte und fing sich mit ein paar tiefen Atemzügen. Hör zu, ich war draußen. Ich wollte die Schwertfeder finden. Und das habe ich auch. Aber ich habe auch Epolyxus gefunden. Und trotzdem bist du am Leben? Schmerz zeigte sich auf dem Gesicht des Regenbogen-Pokémons. Er hat mich leben lassen, weil er wollte, dass ich dir eine Nachricht bringe. Er hat die Schwertfeder, Epsilon. Sie war fort, weil er sie genommen hat. Es fühlte sich an, als würde in diesem Moment jeder Gedanke aus dem Kopf des Zoroark schwinden. Dunkelheit blieb zurück im Inneren des Verstandes. Er hat sie! Wir sind am Ende! Das war's! Nicht nur fehlt mir die einzige Waffe, die etwas anrichten könnte, der Feind, den ich damit besiegen will, hat sie! Es ist sinnlos, weiterzumachen! Wir können nur noch hoffen, dass er uns nie findet! Seraora hatte bereits einen Schritt weiter gedacht. Zu einer schrecklichen Feststellung. Du sagst, er hat dich leben lassen und zurückgeschickt. Aber spätestens jetzt wird er auch zumindest grob wissen, wo dieser Ort liegt. Betrübt blickte Elementara zu Boden. Vermutlich. Wir sind am Ende, wie Epsilon sagt. Eine Totenstille kehrte ein. Es gab keinen Weg voraus mehr. Denn der Mondkönig hatte all die Macht und spielte nur noch mit seiner sicheren Beute. Leise erhob sich eine Stimme aus der Menge. Der Schwarzmagier selber. Darkrai. Wenn dieser Ort nicht mehr sicher ist und wir nichts haben, das für uns spricht. Epsilon, du sagtest, du würdest lieber im Kampf sterben, als auf Knien zu leben. Es mag zwecklos sein, aber ich werde mich Epolyxus stellen. Und ich hoffe, dass sich viele hier anschließen werden. Was haben wir zu verlieren? Wenn wir ohnehin dem Tode geweiht sind, dann gehen wir zumindest unter wie Krieger. Auch Seraoras Stimme schallte nun nach. Ist die einzige Chance, die wir haben könnten. Ich meine, vielleicht können wir ihm irgendwie die Schwertfeder abnehmen. Und wie? Sein Fegefeuer kann jedes Pokémon sofort zu Stein verwandeln und zerbersten. Selbst wenn alle Pokémon hier als Team kämpfen. Er würde Sekunden brauchen, bis wir am Ende wären. Aber... Mit ihrer Pose richtete sich auch Epsilon wieder auf. Das wird mich nicht daran hindern, es zu versuchen. Wer ist dabei? Wieder kehrte Stille ein. Kein Pokémon erhob sich, meldete sich zu Wort
macht er auch nur einen Ton. Bis... Ich bin dabei. Ich auch. Mit Team Nordica erhoben sich mehr und mehr Stimmen. Lärm kehrte wieder ein, wie als Elementare angekommen war. Von Adrenalin durchflossen nahm es Epsilon an, sich die Gruppe zu führen. Dann folgt mir! Warten wir nicht auf den Tod, sondern empfangen wir ihn! Nach und nach versammelten sich die Pokémon. Sie alle, auch Epsilon, mussten sich erst an das grelle Licht gewöhnen, welches der rote Himmel ausstrahlte. Es war so viel greller als die blassen Glühbirnen im Untergrund. Das Zwielicht! Halb vieler Schatten! Aus eben jenen erschuf sich Epsilon eine Klinge. Nicht ein Bruchteil der Stärke der Schwertfeder. Doch ein Symbol. Schatten! Oder jene, die davon verbleiben! Kommt zu mir! Dieses Mal war die Bezeichnung der Schatten nicht mit dem Dunkel auf dem Boden verbunden, sondern mit den Pokémon, welche auch als Plot-Elite bekannt waren. Mit all ihrer Kraft rammte das Lorak die Klinge in den Grund, nachdem die beiden, doch auch Elementare, an ihre Seite getreten waren. In der Ferne loderte die ewige Flamme, welche nun auch den Weg fand. Geführt durch den Geysir der Schatten, welcher aus Epsilons Klinge wallte. Das Pochen ihres Herzens war das lauteste, was Epsilon vernahm, als das Inferno aus der Ferne näher kam. Schnell und bedrohlich. Der Tod der Pokémon, welche sie in den Tod gestürzt hatte. Und nun, wo der letzte verzweifelte Kampf anstand, würde sie alle wörtlich in den Tod führen. Die alles verschlingende Flamme erreichte den Ort, zu welchem sie gerufen wurde, überrascht. All diese Pokémon, so viele von euch habe ich übersehen. Seine Stimme klang nicht mehr brüchig, nicht in Stücken. Die Kraft wuchs. So gebt ihr euch also geschlagen, Epsilon. Ein letzter Versuch, euch zu wehren. Ein Himmelfahrtskommando! Die Klinge der Plotkaiserin entschwand dem Boden durch den Griff dieser wieder, genau wie der Geysir. Wir werden nicht aufgeben, so hoffnungslos die Lage auch sein mag! Amüsiert schienen Flammen um den Löwen zu kreisen, welche mit sich einen Gegenstand trugen, welchen Epolyxus sofort in sein Maul nahm. Dies soll deine Klinge sein! O Epsilon, meine Waffe ist so viel stärker! Als würde ich es brauchen. Ich bin mir sicher, du kannst mir dies bestätigen. Statt zu antworten, verblieb das Zoroark stumm. Genug geredet. Dann beenden wir das hier. Und ich hake Berelo auf meiner Liste ab. Der riesige Feuersturm entbrach erneut, vor welchem Epsilons Rüstung diese schützte, als sie dem Dämon zum letzten Mal gegenübertrat. Jener Wind, welcher alles verzehrte, was ihm im Weg stand. Und sofort bemerkte auch Epsilon, wie ihre Beine sich nicht mehr rühren wollten. So endete es also. Die Geschichte von Berelo. Die Geschichte einer Welt. Der Autor entschied sich, das letzte Kapitel zu schreiben. Nicht? Ein winziger Funken orangenen Lichtes schien inmitten des Sturmes zu erleuchten. Nicht größer als ein Stecknadelkopf, doch eindeutig, was Epsilon am besten kannte. Plot. Ein winziges bisschen, ein kleinster Rest, welcher in ihr Schwert hineinfuhr. Sofort spürte das Zoroark, wie ihr Körper wieder ihr selber gehorchte. Wie im Instinkt rammte sie die Klinge sofort erneut in den Boden. Dort, wo sie gerade erst gesteckt hatte. Der Sturm wurde wilder, tobte schneller. Doch durch die Flammen erblickte die Plotkaiserin andere Pokémon, die alle unverletzt schienen. Der Tornado zentrierte sich nun in der Klinge. All das Fegefeuer wurde in sie hineingezogen, bis nicht ein Funken verblieb. Und im selben Moment verschwand auch das Schwert,
einfach im Nichts. Zusammen mit dem gesamten Sturm. Wie? Weshalb hat das Fegefeuer gestoppt? Weshalb hat es nicht verzehrt? Ich will Materie. Ich will Macht. Ich brauche Kraft. Epsilon, Verruchte. Was hast du getan? Mit einem breiten Grinsen, einen Arm in Richtung des Feindes gestreckt, auf welchem ein schwarzes Symbol dampfte, antwortete die Plot-Kaiserin. Noch ist es nicht zu spät. Er hat uns nicht aufgegeben. Der Autor sieht noch zu, wie sich die Dinge hier ereignen. Erblickte, was geschah. Und scheinbar entschied er sich, uns eine faire Chance zu geben. Der letzte Plot, der nicht in der Schwertfeder steckt, hat mein Fegefeuer gelöscht. Und jetzt sind wir dran. Sein größter Trumpf war fort. Doch Apolyxus war trotzdem unbesorgt. Es ist eure eigene Schuld. Qual und Leid wollt ihr vor eurem Tod erleben. Gut. Der Autor mag kein so langweiliges Ende gewollt haben. Doch euer Ende wird es trotzdem werden. Immer noch habe ich alle Macht. Ich bin ein Gott, habe die Schwertfeder. Es wird mein Genuss sein, euch alle zu vernichten. Jeden Einzelnen. Es sollte einen wahren Kampf geben. Kein kurzer Sturm sollte beenden, was war. Die überlebenden Berelos waren bereit, im Kampf zu sterben. Nicht ohne solchen. Sofort schossen erneut Flammen empor. Dieses Mal jedoch gewöhnliche. Tödlich, doch nicht höllisch. Und Epsilon war die erste, die einen Angriff erwiderte. Es war, als wäre in Sekundenbruchteilen eine neue Kraft geboren, die all die verbliebenen Pokémon antrieb, in der Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Selbst jene, welche noch vor Wochen als Todfeinde angesehen wurden, waren nun Freunde, hier in den letzten Minuten. Und schnell sollte sich auch zeigen, dass die Macht der Masse selbst dem Feuerdämon Druck machen könnte. Für mehr als ein bisschen Druck schien es allerdings schon schwieriger. Denn kein Angriff schien wirklich etwas zu bewirken. Die Flammen hingegen brannten über das Feld hinweg und forderten ihren Zoll. Und immer noch trug Apolyxus die Schwertfeder. Auch wenn er sie nicht nutzte. Aber weshalb? Diese Waffe war unglaublich mächtig. Oder konnte er sie am Ende gar nicht nutzen? Sag mir, Dämon, du willst uns leiden lassen und nutzt nicht deine mächtigste Waffe? Weshalb ist denn das? Es scheint mir nicht logisch, wenn du siegen willst. Der König selber schien sich von dieser Frage durchaus angegriffen zu fühlen, was Epsilon nur deutlicher klar machte, dass ihn irgendetwas abhielt. Du wagst es zu hinterfragen, wie ich kämpfe. Was brauche ich diese Waffe, wenn ich auch ohne sie die Kraft habe, die ich brauche? Dann weshalb trägst du sie mit dir und zerstörst sie nicht? Wäre, wenn du mich verhöhnen willst, es wäre besser, sie vor meinen Augen zu zerbersten, wie ein letztes Licht der Hoffnung. Anstatt zu antworten, sprang der Löwe sofort auf Epsilon zu, offensichtlich nicht daran interessiert oder vielleicht nicht in der Lage, eine Antwort zu geben. Allerdings sah die Attackierte dasselbe wie ihr ehemaliger Teampartner. Unfähig, diese zu nutzen, hatte Apolyxus die Schwertfeder im Zorn liegen lassen, als er hervorstieß, um zu töten. Während Epsilon also auswich, nahm sich Seraora die Klinge, welche Epsilon genommen wurde. Und auch der Dämonenkönig bemerkte seinen Fehler sofort. Gib sie mir wieder, Sterblicher! Die Klinge ist mein! Gerade als dieser nun sein Ziel wechselte, warf Seraora das Schwert über den Kopf des Löwen hinweg zu seiner Meisterin. Nein, sie gehört Epsilon! Sofort durchfuhr das Zorak eine bekannte Kraft. Energie des Plots. Wie im Instinkt hob sie das Schwert gen Himmel und die Blitze schlugen ein, welche auch die Rüstung kreierten.
Die Plot-Kaiserin war zurück. Meinetwegen, Epsilon dann ebenso. Ich habe dich schon einmal geschlagen, ohne dass du eine Chance hattest. Dann wiederholen wir dies eben. Das große Problem war, auch Epsilon wusste, dass er recht hatte. Würde sie nun kämpfen, würde sich die Schlacht auf dem Hauptplatz wiederholen. Aber du kennst den Plan, Epsilon. Wir hatten hier die Stellung. Trotz allem zögerte die Plot-Kaiserin. Aber werdet ihr wirklich klarkommen? Nein, aber das werden wir auch mit dir nicht. Also los, ist unsere einzige Hoffnung. Nach weiteren Sekunden Bruchteilen des Zögerns schoss die Plot-Kaiserin hinfort, durch die Luft wie mit dieser Rüstung am simpelsten. Sie hörte eine zornige Stimme, die ihr nachhallte. Bleib hier, Narin! Du und ich! Lass uns beenden, was wir anfingen! Nein! Erst musst du an uns vorbei! Anschließend verhallten die Stimmen in der Distanz. Die Ruhe war eigenartig, welche die Welt ausmachte, über welche Epsilon hinwegflog. Sie musste zum Strand. Dort würde Auroras Körper hoffentlich verblieben sein, so, dass eine Reinkarnation stattfinden könnte. Und doch war es ein unglaublich eigenartiges Gefühl. Nun war sie auf dem Weg, die Fehler wieder zu beheben, die sie beginnen. Und sie müsste ihrer Tochter gegenübertreten, nach allem, was geschehen war. Im Inneren wusste Epsilon, sie war nicht bereit. Aber auch wusste sie, dass sie es ihr schuldete. Und dem Rest Berelos. Und der Welt. Das Wasser des Meeres schwappte ruhig auf den Sand, unbeeinflusst von der Zerstörung in der Welt herum. Wäre nicht der rote Schimmer des Himmels, welcher sich in den Wellen spiegelte, so würde man diesem Ort nicht ansehen, dass diese Welt nicht mehr dieselbe war wie noch zuvor. Ein riesiger Felshaufen schmückte den Fuß einer zerstörten Klippe, zerstört durch einen ihrer eigenen Handlanger. In dem Felshaufen war ein kleiner Spalt, vermutlich jener, durch welchen Kel, Mashadow und Monagoras in die Höhle eingedrungen waren. Das Licht war schwach, nur die Umrisse waren in dieser Höhle zu erkennen. Doch trotzdem zeigten glasgewordener Sand zu Boden und schwarz gefärbte Wände, dass hier das Inferno erwacht war, dessen Ende am selben Orte besiegelt werden sollte. Und inmitten allen dessen, scheinbar unversehrt vom Fegefeuer, da dieses lediglich lebende Materie verzehrte, war Auroras regungsloser Körper. Die Mähne fehlend, das Fell durchzogen von metallischen Splittern, an manchen Stellen ganz fehlend. Für einen Moment stockte Epsilon der Atem, als ihr klar wurde, was sie wahrlich getan hatte. Dieses Pokémon, welches so leiden musste, so gequält wurde bis zum Tode hin. Ihr Tod war Epsilons Schuld. Ihr Eigen, Fleisch und Blut. Alles, was ihr blieb von der Familie, die sie einst hatte, war vergangen unter der tyrannischen Hand ihres Irrsinns. Alles, was die Plot-Kaiserin je gewollt hatte, war Frieden. Und was sie brachte, war endloser Krieg. In grellem Orange begann die Schwertfeder zu leuchten, genau wie die Rüstung Epsilons. Es müsste noch genug Plot sein, um Aurora wieder auf die Beine zu bringen. Doch nicht mehr. Es würde sie vermutlich die Schwertfeder kosten. Aber letztlich übergab Epsilon ihre Kraft nur einem Pokémon, welches sie wahrlich verdiente. Und so begann das Licht, Aurora zu umstreifen. Langsam und stetig löste sich die Kraft der Klinge in Epsilons Händen auf, ihre Rüstung mit ihr. Langsam und stetig merkte sie, wie das Leben in Aurora wiederkehren schien. Und nach einer Zeit, die Sekunden sein könnte, doch auch Stunden, verebbte das Licht.
Alles, was verblieb, war Epsilon. Ohne Rüstung. Mit einer Klinge, die nicht mehr mehr als ein normales Schwert war. Und Aurora, die noch regungslos am Boden lag. Was, wenn die Kraft doch nicht gereicht hatte? Wenn der Plot zu schwach war? War der Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen? War auch diese Tat der ehemaligen Plotkaiserin irreversibel? Doch all diese Sorgen schwanden und machten Platz für neue, als ein leises, schmerzvolles Aufstöhnen erklang. Was ist passiert? Vorsichtig richtete Aurora sich auf und sah sich um. Durch die Finsternis in der Höhle schien sie nicht direkt alles zu erkennen. Lediglich eine Silhouette. Wer? Zorak? Bist du das? Der Klang der vertrauten Stimme, zusammen mit der Erwähnung dieses falschen Namens, welchen Epsilon so lange genutzt hatte, um sie alle zu verraten, waren, was selbst nach all dem Rückhalt und der versuchten Stärke die harte Schale des Zorak endgültig brachen. Ein lautes Klirren ertönte, als die Schwertfeder, deren Feder nun aus Stahl bestand, auf den glasigen Boden fiel. Aurora! Aurora, es tut mir leid! Es ist alles meine Schuld! Ohne mich wäre alles besser geworden! Wenn ich nie Teil deines Lebens gewesen wäre! Wenn ich damals nicht einfach verschwunden wäre! Ich erwarte nicht, dass du mir verzeihst, weil ich selber weiß, dass ich es nicht verdiene! Gerade erst wieder erwacht, verstand Aurora nicht, was gerade vor sich ging. Wovon redest du? Wofür sollte ich dir vergeben müssen? Was habe ich verpasst? Langsam, die Augen voller Tränen, hob die ehemalige Kaiserin ihre Klinge wieder vom Boden auf. Hierfür! Für alles, was ich angerichtet habe! Für die Schmerzen, die ich dir in deiner Kindheit bis heute zugefügt habe! Dafür, dass ich euch alle angelogen habe! Dass ich mich vom Hass habe blenden lassen. Dafür, dass ich den Frieden so dringend wollte. Dass ich Krieg beschwor. Dafür, dass ich eine schreckliche Mutter war. Dafür, dass ich Epsilon bin. Stumm blickte Aurora auf die Klinge, deren Umriss sie bestens kannte. Und auf das Zorak, welches in den Schatten die Umrisse der Plotkaiserin perfekt aufzeigte. Du bist Epsilon? Aber was meinst du damit, dass du eine schlechte Mutter seist? Erneut verstummte Epsilon. Sie war nicht bereit, um diese Wahrheit zu offenbaren. Und doch wusste sie, dass sie es musste. Aurora, ich habe dich angelogen. Nicht nur darüber, dass ich Epsilon bin. Damals, vor 20 Jahren, auf Kasonien, als euer Vater starb, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe euch die Schuld gegeben und euch alleine gelassen. Und jetzt bin ich wieder in eure Leben getreten, nur um noch mehr Schaden anzurichten. Auch wenn sie noch so lange hätte weiterreden können, es wurde bereits genug gesagt, damit Aurora verstand. Du bist eine Mutter? Du hast mich im Turm getroffen, direkt nachdem Kel und ich Polana Watra gegründet haben. Im Wissen, dass du meine Mutter bist. Und meine Todfeindin? Und das geschwiegen? Nein, schlimmer, du hast gehandelt, als wäre nichts los. Und das alles im besten Gewissen. Im Glauben, dass es das Richtige wäre. Ich musste erst scheitern, um zu sehen, was ich getan habe. Und mit mir zog ich eine ganze Welt in den Abgrund. Ich habe genug von dir gehört. Wo sind Kel und Mashadow? Was ist geschehen? Nun erst fielen die Gedanken Epsilons wieder zurück zum Krieg. Amagaga hat dich getötet, unter meinem Auftrag. Und Kel, Monagoras und Mashadow haben dich aufgefunden. Die Bestie in Kel ist erwacht und hat nicht nur Mashadow und Monagoras, sondern diesem Kontinent und Tausenden das Leben genommen. Nicht einmal ich konnte sie noch stoppen. Und deswegen brauchen wir dich, Aurora. All jene, die auf diesem Kontinent noch leben, kämpfen gerade gegen Epolyxus, den Dämonenkönig, das Wesen, das erwacht
wenn ein Autor seine Geschichte aufgibt. Wir brauchen dich, Aurora. Wenn Apolyxis irgendwie fallen kann, dann durch dich. Keine Handlung folgte, sondern ein kalter Blick. Aurora sah mitten in die immer noch tränenvollen Augen ihrer Mutter und fragte kalt: Weshalb sollte ich dir helfen? Kurz blickte Epsilon auf ihre Klinge. Kurz zögerte sie. Dann nahm sie den Stoff, welchen Seraora genutzt hatte, um ihre Verletzungen abzudecken. Ihr Cape. Und wandte es sich um. Weil ich nicht für mich frage, dazu hatte ich kein Recht. Ich frage dich nur, weil ich als Einzige wusste, die Schwertfeder zu nutzen und dich wiederzubringen. Letztlich bitte ich dich um Hilfe für alle, die überlebt haben. Team Nordica, sind deine Freunde nicht? Seraora, ein leidenschaftlicher Ligakämpfer mit einem Hang zum Rivalitätsverhalten und doch ein gutes Herz, selber den Täuschungen zum Opfer gefallen. Er ist dein Freund, nicht? Und ich könnte stundenlang weiterfragen, stundenlang, all die Pokémon, welche du in der Liga getroffen hast, oder zumindest jene, die noch leben. Aber dafür bleibt nicht die Zeit. An allererster Stelle, was mit Kell? Liegt dir nichts an ihm? Willst du nicht, dass er frei sein kann? Anstatt besessen jene verletzt, denen er nichts tun möchte. Kurz, ich bin eine Überbringerin der Frage. Und für mich musst du nichts tun. Aber all jene, für die ich diese Frage überbringe, die mir in der Not vertraut haben und halfen, diese Klinge wiederzuerlangen und dich zurückzubringen. Willst du ihnen nicht helfen? Nur weil ich es bin, die die Frage stellt? Ein lautes Brüllen schien in der Ferne zu erklingen. Und sie zeigte Epsilon, dass sie genug Zeit verschwendet hatte. Ich muss zu ihnen. Wenn du dich so entscheidest, dann komme nach. Die Quelle des Kampfes siehst du über ganz Perelo hinweg. Kurz, etwas geistesabwesend, versuchte Epsilon mit der Kraft ihrer Klinge zurückzufliegen, um schnellstmöglich anzukommen. Als jedoch nichts geschah, rannte sie los, nicht einmal darauf achtend, was ihre Tochter tat. Als Epsilon nach einigen Minuten wieder am Kampffeld erschien, sah die Lage nicht gut aus für jene, die gewartet hatten. Gerade die Schatten, Seraora und Elementara, jene Pokémon, auf welche das Sorak primär achtete, hatten schmerzhafte Verbrennungen erlitten und schienen sich ihrem Limit stark zu nähern. Sofort stürzte sie sich wieder in den Kampf, nun von Apolyxus bemerkt. Also hast du dich doch entschieden, wiederzukehren. Ich dachte, du ließest sie im Stich. Darin bist du auch so gut, Epsilon. Wenn ich das möchte, dann bin ich das wohl. Aber wenn nicht, dann kämpfe ich bis zum letzten Atemzug. Welcher schon bald folgen soll. Siehst du nicht, sie alle hatten keine Chance, mit was anzutun. Und du hast nun all die Plot-Energie verschwendet auf der Flucht vor mir. Aber egal, brauchen werde ich sie nicht mehr, sobald ich alles zerstört habe. Sofort musste die Schwertfeder einen massiven Feuerstrahl abblocken. Nicht sonderlich effektiv, aber zumindest irgendwie. Trotzdem war auch diese Waffe wieder einmal machtlos. Genau wie das Zoroark selber. Die einzige Siegeschance bestand darin, dass Aurora bald auftauchen würde und Epsilons Vermutungen korrekt wären. Epsilon! In einem freien Moment wandte sich das Zoroark vom großen Feind ab und zu ihrem ehemaligen Teampartner. Was passiert? Wo ist sie? War der Plan ein Misserfolg? Nein! Oder ja! Ich weiß es nicht! Sie lebt, aber ich weiß nicht, ob sie kommen wird! Sie war nicht erfreut, die Wahrheit zu erfahren! Und ich weiß nicht, ob sie gewillt ist, der Bitte zu folgen, die ich hatte! Jedoch wurde sie unterbrochen von einem majestätischen Kampfschrei. Selbst die roten Wolken schienen sich unter der Präsenz zu lichten, um das Leuchten der bunten Polarlichter zu ermöglichen. Ich schätze, das heißt ja.
etwas schnellte an Epsilon vorbei, in einem Tempo, welches sie bloß kalten Wind spüren ließ. Epolyxus fand sich einer neuen Feindin gegenüber, welche durchtränkt von orangenem Licht war. So viel Plot war noch in der Schwertfeder geblieben. Gleichzeitig hatte Aurora aber ja auch die Macht, jenen zu absorbieren. In seiner Überraschung schien selbst die Schwärze auf dem Fell des Löwen etwas zu verblassen und ein etwas normaleres Aussehen für ein Arcani kehrte ein, wenn auch immer noch finster. Plotkriegerin Aurora! War dies etwa dein Plan, Epsilon? Euer aller Plan! Gib Kell wieder frei, was auch immer du bist! Ich lasse nicht zu, dass du noch mehr zerstörst! Jedoch, auch im Angesicht Auroras, schien der Dämonenkönig nicht besorgt. Nun, ich muss mich wohl vorstellen! Ich bin nicht bloß ein irgendjemand oder ein irgendetwas! Für die Seelen der Sündigen bin ich die letzte Unruhe! Für die Pokémon ein Satan! Für den Autor bin ich ein Gegenstück, das beseitigt, was er fälschlicherweise erschuf. Für dich bin ich ein Gott, denn ich bin Epolyxus, der Blutgott. Es ist mir scheißegal, wie du dich nennst. Mich interessieren Taten, nicht Namen. Und doch stellst du dich auf die Seite des Monsters, wessen Taten selbst mein Gewissen brechen würden. Es war keine Frage, von welchem Pokémon die Rede war. Und auch Auroras Blick fiel auf diejenige. Kurz zögerte die Plotkriegerin, bevor sie ihre Worte sprach. Was du sagst, ist falsch. Du hast kein Gewissen, das man brechen könnte. Du bist nicht in der Lage, Reue zu zeigen. Und selbst wenn es das Einzige sei, was für Epsilon spricht. Zumindest kennt sie Reue und versucht, ihre Fehler zu beheben. So gut es nur geht. Ob das genug wäre, damit ich für sie in diesen Kampf ziehe? Ich glaube nicht, aber mindestens für all jene, denen du das Leben nahmst und noch drohst zu nehmen. Und für Kell. Ein Tornado der Flammen umgab Aurora, welcher jedoch schnell verdampfte. Worte zeigen wohl nicht die Wirkung, welche ich erhoffte. Doch egal. Plot mag mächtig sein. Aber ich bin der Herr des Gegensatzes. Der Anti-Autor, wenn ihr denn so wollt. Nur, weil die Plotkriegerin nun Teil des Kampfes wird, ändert sich nichts. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, griff ein weiteres Mal der Blutgott an. Dieses Mal mit einem direkten Gegenangriff noch eines weiteren Pokémon. Aurora zeigte, dass sie wahrlich mit der Kraft des Plots kämpfte, welcher sie durchfuhr. Jeder ihrer Angriffe, großteils vom Feentyp, da diese Inkarnation Epolyxus eindeutig kein Problem mit Eis hätte, war erfüllt vom orangenen Licht der Plotkraft. Und wahrlich schien es auch die mächtigsten Angriffe zu sein, jene, welche am meisten gegen die Bestie ausrichten konnten, von allen Pokémon, die hier waren. Was allerdings nichts bedeutete. Während die Hiebe der anderen Pokémon wirkten, als würden nackte Fäuste versuchen, einen Diamant zu zerbersten, waren Plotangriffe wie eine Spitzhacke. Deutlich kräftiger, aber immer noch nicht in der Lage, wirklich etwas auszurichten. Das ewige Inferno hingegen schien mehr und mehr Pokémon die letzte Kraft zu rauben und auch der Plotkriegerin große Schmerzen zu bereiten. Der Plan war schiefgegangen. Niemand hatte eine Chance. Und der Dämonenkönig wirkte zu diesem Zeitpunkt eher gelangweilt, als sich in jedweder Form unter Druck gesetzt. Es gab nur ein einziges Pokémon, welches überhaupt versuchen könnte, ihm etwas entgegenzusetzen. Immer an der vordersten Front, die Plotkriegerin, welche all den Plot in sich zu tragen schien, welcher noch auf diesem Kontinent ruhte. Sobald sie tot war, wäre die Sache im Prinzip erledigt.
Deswegen war es für den Dämon nun Zeit, sich einen direkten Fokus zu setzen. Nur noch Aurora als wahre Gegnerin zu sehen. Der plötzliche Wechsel kam überraschend. Für jedes Pokémon, welches noch in diesem Kampf verblieb. Doch an allererster Stelle für Aurora. Sie war nicht bereit, dem ersten Flammenterror zu entgehen, welcher sie umgab und bereits zu Boden warf. Anstatt sofort mit einem Angriff zu folgen, entstiegen überall um den Gott herum Flammenwände aus dem Boden, die alles und jeden aussperrten. Aus der kleinen Arena, welche er für die Plotkriegerin und sich selber kreiert hatte. Sieh dich um, Aurora! Sieh dich an! Die Pokémon, für die du kämpfst! Hoffnung und Plot waren oft die Rettung! Doch heute, ja, heute können selbst diese dich nicht mehr retten! Und doch spüre ich wieder, was für ein schrecklicher Dämon ich bin! Weshalb die Unterwelt mich eher hasst als fürchtet! Denn ich sehe dich, sah dein Leid, spüre deine Emotionen. Schon zweimal verlorst du dein Leben an das Pokémon, welches dir eine Mutter sein sollte. Du erwartest erneut aus der Ewigkeit, nur um in einen Kampf geschickt zu werden, in welchem du nur sterben kannst. Und dieses Mal endlich. Könntest du deinen letzten Frieden finden? Und doch, es muss das Pokémon sein, welches der Autor als mein Körper erwählte. Ich spüre, du bist anders als die Pokémon. Du bist weise, verstehst die Wahrheit. Deswegen wählte der Plot dich aus. Ich bin, um die Fehler der Kreation des Autors zu verzehren. Du jedoch, du bist keiner dieser Fehler. Aurora, richte dich auf, blicke mich an, sprich aus deinem Herzen, denn es weiß, was du wahrlich willst. Schwach richtete sich das Vulnona auf, zu schwach, um sich widersetzen zu wollen. Was sie überraschte war, dass der Blick des Epilixus Wärme ausstrahlte. Aus dieser Welt wird ein neues Heim der Unterwelt werden. Eine neue Unterkunft für die ewige Einsamkeit. Folge dem Beispiel deines Partners. Werde eins mit dem Fegefeuer. Und du wirst leben können, vereint mit wem ich derzeit noch als Körper brauche. Schließe dich mir an und herrsche über das, was verbleibt. Statt als wehrlose Rebellen zu verbleiben. Aus dem Herzen sollte Aurora sprechen. Und jenes schien eine feste Meinung zu haben. Es stimmte. Alles, was von Kell verblieb, war hier. Wenn jemand Kell freigeben könnte, dann wäre es sein Fluch selber. Und was würde es bringen, sich zu widersetzen? Ein Kampf konnte sie nicht gewinnen. Und ihre Ideale, ihre Freunde konnten nicht leben, egal was geschah. Doch sie würden wollen, wenn es die Option denn gab, dass zumindest Aurora vielleicht noch finden würde, was sie suchte. Und Moral, den Glauben an Moral hatte sie verloren. Aufrichtigkeit und Hilfsbereitschaft waren Waffen, um jene einzulullen, die bereit waren, darauf zu hören. Zudem lag Moral denn überhaupt in ihrem Blut? Es war ihre Mutter gewesen, welche sich als das schlimmste aller Pokémon herausgestellt hatte. Ein Pokémon, das nur an sich selbst dachte und alles andere als Waffe zum eigenen Ideal nutzte. Nichts hatte für sie eine Bedeutung. Egal ob Familie, Freundschaft, Liebe. Wenn Blut vergossen würde, damit ihr Wille geschehe, dann wäre sie bereit. Epilixus, ich...
Durch die Flammen hindurch stürzte ein Schatten zwischen die beiden Wesen und unterbrach die Worte Auroras. Ein Hieb der Klinge, welcher Epolyxus traf, war nahezu wirkungslos, doch er brachte Schock mit sich. Und auch Aurora vergaß alles, was sie gerade nahezu gesagt hätte, als sie das Pokémon erkannte, welches vor ihr stand. Schützend und mit glühendem Fell in Brand gesetzt durch die umgebenden Flammen. Epsilon. Bleib weg von meiner Tochter! Wenn du einen Kampf willst, dann such dir kein junges Mädchen, sondern jemand mit mehr Lebenserfahrung! Siehst du es, Aurora? Dieses Pokémon ist der Grund, weshalb du gelitten hast. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Du hättest glücklich leben können ohne sie. Eine große Liga-Kämpferin mit guten Freunden, einem tollen Leben in einer perfekten Welt. Und stattdessen brennt das Land im ewigen Inferno. Und du hast alles verloren. Gerade noch hätte Aurora vielleicht zugestimmt. Doch Epsilon so zu sehen, inmitten der Flammenwand, schützend zwischen ihr und dem Dämonenkönig, so sah sie die Wahrheit. Sei ruhig! Hör auf mich anzulügen! Du bist schuld an dem Inferno! Du bist schuld, dass ich so viel verloren habe! Du hast dieses Land zerstört! Epsilon ist nicht ohne Schuld! Nicht einmal fast, aber... Lieber kämpfe ich auf ihrer Seite als auf deiner! Die Flammenwände senkten sich wieder und gaben den Blick auf die Pokémon drumherum frei, als der Blutgott beinahe ungläubig aussah. Nach allem, was passiert ist, stellst du dich auf ihre Seite. Gerade bezeichnete ich dich noch als weiser Aurora. Ich hatte Unrecht. Wahnsinnig bist du, ideal versessen und naiv. Dieses Mal war es nicht nur die Umgebung, sondern auch der Löwe selber, welcher zu brennen schien, als finstere Flammen sich sammelten. Dies war nicht mehr Hass, keine Zerstörungswut, kein Irrsinn. Es war reiner Zorn des Herrschers der Unterwelt. Alles soll brennen, egal ob lebend oder ob statisch. Das ewige Fegefeuer ist zu gut für euch. In der ewigen Qual sollt ihr ertrinken, in der Schmerz euch erscheint wie eine Erholung, wie das Licht der Hoffnung in den Schatten des Verstandes. Meine Geduld ist am Ende. Plot, Materie, Leben, Emotion, alles ist überflüssig. Und ich bin ein Narr, dass ich glaubte, dass eine Sterbliche verstehen könnte. Epsilon, Aurora, ihr seid beide gleich. Fanatisch von Idealen des perfekten Lebens in die Hölle geführt, in welcher der Tod das wahre Leben ist. Die Polarlichter am Himmel schwanden. Die Erde begann zu beben. Risse bildeten sich im Boden. Lava und Schatten schossen empor. Lernt euren Gott kennen. Niemand hat die Kraft, mich zu töten. Der Plot ist machtlos. Hoffnung ist machtlos. Freundschaft ist machtlos. Das einzige Wesen, welches die Macht hat, mich zu töten. Für den Bruchteil einer Sekunde schien die Finsternis aus dem Körper des Löwen zu schwinden. Selbst die Stimme, welche erklang, schien nahezu Kell selber zu gehören. Bin ich selber? Ein riesiger Geysir der Schatten schoss hervor, visuell jenem ähnlich, welchen Epsilon beschworen hatte, um Epolyxus an diesen Ort zu locken. Doch viel, viel größer. Auch Felsen schossen in die Luft, innerhalb und am Rande der Dunkelheit.
Ein Geräusch schallte durch die Welt, welches klang wie ein Schrei. Verzerrt, als würde er aus der Hölle selber heraufklingen. Und am Himmel, über dem Geysir, sammelte sich eine eigenartige rote Essenz, welche die Quelle des Geräusches sein zu schien und welche stark vibrierte, bevor sie in einem lauten Knall zerplatzte und eine massive Schockwelle durch die Welt sendete, welche selbst die roten Wolken aus dem Himmel spaltete. Als Epsilon ihre Augen wieder öffnete, geschlossen aus Reflex auf die Explosion, musste sie sofort wieder blinzeln. Das Licht der Sonne schien ihr ins Gesicht und war nach all den Wochen des Zwielichtes greller, als sie sich je angefühlt hatte. Die Sonne war zurück, und wo gerade noch die Schatten hervorstießen, verblieb der regungslose Körper eines Löwen. Kell? Langsam näherte sich Aurora dem Feuer-Pokémon. Einerseits auf Vorsicht aus, andererseits aber auch aufgrund ihrer eigenen Wunden. Kell, bist du das? Nicht ganz sicher, wie sie nun handeln sollte, wartete Epsilon in gewissem Abstand, für den Fall, dass es sich um eine Falle handelte. Um sie herum realisierten auch die anderen Pokémon langsam, dass die Gefahr gebannt schien. Sanft stupste Aurora Kell an. Bist du wach? Von ihrem Standpunkt aus sah Epsilon das Gesicht des Arcani nicht. Doch seine Stimme hörte sie. Noch bin ich das nicht. Aurora, du lebst. Ich bin so froh, dich gesund zu sehen. Die Gefahr war wirklich gebannt. Dieses Pokémon war kein Dämon mehr. Kein Feind. Geht es dir gut? Was ist geschehen? Als ich dich sehen musste, deinen leblosen Körper, da sind die Stimmen in mir wiedergekehrt. Stärker als je zuvor und ich konnte sie nicht abhalten. Es war zu viel und Epilyxus war zu stark. Nur als ich dich gesehen habe, gerade im Kampf, da habe ich bemerkt, wie ich wieder stärker wurde. Und dann, als er all die Kraft gesammelt hat und in seiner Rage, habe ich den Moment genutzt. Und der Einzige, der Epilyxus besiegen kann, ist er selber. Ja, Kell, das haben wir gesehen. Wie geht es dir? Kannst du aufstehen? Aurora, ich war Epilyxus. Nicht nur er wurde von seinem Angriff gebrochen. Leise gab Epsilon Latias eine Anweisung, während die beiden Partner im Gespräch vertieft waren. Ich glaube nicht, dass ich noch lange habe. Aber ich würde es wieder tun, wenn ich es müsste. Es verwunderte Epsilon beinahe, dass Auroras Augen nicht von Trauer, sondern von Stolz und Nostalgie erfüllt schien. Aber sie wusste, ihre Tochter wollte nicht, dass Kell sie verließ, während sie trauerte. Weil du nicht bist, wie du immer behauptet hast. Du warst so selbstlos, so tapfer. Du warst nie wie die anderen Menschen, Kell. Danke, Aurora. Kurz verstummte der Verletzte, bevor er seine Teampartnerin überraschte. Epsilon, komm bitte auch kurz her. Etwas durch den Wind und ängstlich vor dem, was folgen würde, näherte sich die ehemalige Kaiserin, nicht gewillt, die Bitte abzuschlagen. Ich habe alles gesehen, was passiert ist. Ich weiß, was alles vorgefallen ist. Wer du bist. Ja, ein Monster. Ich würde sagen, dass ich nur das Beste wollte. Aber was ich wollte, ist scheißegal, denn was ich getan habe, war falsch. Aber du hast es gelernt. Du weißt, was du getan hast und
bist bereit, dafür einzustehen. Vieles, was du getan hast, wird weder verziehen noch vergessen werden, aber wenn du bereit bist, alles zu tun, um das Unrecht wieder gut zu machen, dann wirst auch du deinen Platz finden. Schwach senkte das Akani seinen Kopf. Ich denke, das war dann der Abschied, nicht? Ja, alle, macht es gut. Passt auf diese Welt auf. Ja, denn sie verdient es zu leben. Aurora. Sanft neigte sich die Angesprochene kurz herunter. Ihre Stirn berührte die von Kel. Danke. Unsere Zeit war zu kurz, aber sie war wunderschön. Ich liebe dich. Ich dich auch, Kel. Danke für alles. Langsam schloss das Akani die Augen, während Latias aus der Ferne angeflogen kam. Still, doch offensichtlich voller Trauer, lag Aurora am Boden, neben ihrem nun regungslosen Partner. Aurora! Du hast gehört, was er sagte. Und ich schwöre, so wahr ich Epsilon bin, ich werde alles tun, um meine Fehler auszugleichen. Und Kel? Er ist wie diese Welt. Hass brachte ihm einen Fluch. Der Fluch dieser Welt war ich. Aber dies ist zu Ende. Wir werden unsere Welt wieder aufbauen, die dem Tod so nahe war. So wie Kel. Und ich werde sicher gehen, dass sowohl diese Welt als auch dein Partner leben. Überrascht blickte Aurora auf, als Latias mit einigen feuchten Stoffen und seltsamen Kräutern angeflogen kam. Epsilon hatte sie gebeten, nach jeglichem Stoff zur medizinischen Versorgung zu suchen, der noch in den Resten des Ligaturmes sein könnte. Einige Anwesenden würden es brauchen. Auch Kel. Während also Epsilon seine Wunden verband und seinen Puls fühlte, wandte ihre Tochter sich an sie. Und du denkst, dass du ihn retten kannst? Kurz sah das Sorak auf und blickte sich auf dem weiten Feld um. Zahllose weitere Pokémon pflegten ihre Wunden, standen beieinander, sprachen, feierten. Ihr Blick fiel auf Seraora, welcher völlig außer Puste, doch großteils gesund wirkte. Er fing ihren Blick auf und nickte ihr anerkennend zu. Hierfür schlich sich ein schwaches Grinsen auf das Gesicht der ehemaligen Plot-Kaiserin. Ich hatte nicht daran geglaubt, dass diese Welt eine Zukunft hat, als Apolyxis uns entgegenstand. Und trotzdem sind wir hier. Im Vergleich zu allem, was wir heute erlebten, wäre Kels Gesundheit das kleinste Wunder. Die Zukunft beginnt heute. Eine Zukunft, in welcher Pokémon den Namen Epsilon nicht fürchten sollen, sondern wissen, Epsilon ist da. Für alle Pokémon. Nicht aus Großmut, sondern aus Reue. Alle gemeinsam werden wir etwas Neues erschaffen. Eine neue Welt, in der du und er glücklich werden können. So wahr ich Epsilon heiße. Toast for another time. We can come being together under the lights, and we'll move.